Reisen nach Thailand. Wie ist die aktuelle Situation in Thailand heute am 15. April 2023? Hallo Leute, das ist Mario aus Thailand mit den aktuellen Infos. Und was soll man anders sagen als was für ein geiles Neujahrsfest bzw. Wasserfest Songkran. Die Bilder gehen glaube ich um die Welt aktuell. Man findet auch auf YouTube sehr, sehr viele Videos dazu, wo die verschiedensten Touristen unterwegs sind an der Khao San Road, Phuket, Pattaya und überall enorme Wasserschlachten. Es wird gefeiert, das ganze Land ist komplett crazy diese Tage und ja, einfach sehr, sehr schön, jetzt nach fast 3 Jahren Covid mal wieder Thailand richtig, richtig feiern zu sehen. Und ich bleibe nach wie vor dabei, dass Songkran wahrscheinlich das beste und geilste Fest in ganz Thailand ist. Deshalb, wenn ihr mal die Möglichkeit habt, im April, so Mitte April nach Thailand zu reisen, dann schaut euch das unbedingt mal an. Aber das ganze Songkran-Fest hat natürlich auch seine negativen Seiten. Sehr viele Unfälle, weil es sind Wasserschlachten im Gange überall. Ich war die letzten 2 Tage auch kurz ein bisschen unterwegs mit dem Roller. Ich war flutschnass überall, wo ich hingefahren bin. Vor allem diese Kinder, die stehen versteckt hinter jeder Ecke mit ihrem Wassereimer und machen dich komplett nass. Und ja, den einen oder anderen, der erschreckt es auch, fällt vielleicht am Roller oder im Straßenverkehr. Du kannst an jeder Ecke nass gespritzt werden. Also du musst wirklich auch vorsichtig sein, langsam fahren und damit rechnen. Ich habe leider auch einen Unfall beobachtet. Vor mir ist eine Frau gestürzt auf dem Roller, die auch einem Wasserspritzer ausweichen wollte und dann so ins Schleudern geraten ist. Ja, aktuell etwa 114 Tote, die ersten 2 Songkran-Tage und über 1000 Verletzte landesweit durch diese Feierlichkeiten. Also wie gesagt, seid vorsichtig. Dann hat der thailändische Premier auch noch überrascht. Er ist an der Khao San Road aufgetaucht, mitten in der Wasserschlacht, hat sich dort gezeigt. Touristen haben sich dann gefragt, ob das der echte Premierminister ist. Die haben dann auch noch ein paar Fotos mit ihm gemacht. Aber auch schön zu sehen, dass sich auch in Thailand Politiker, die einerseits sehr beliebt sind, aber auch teilweise umstritten, sich in die Menge bewegen können und sicher dort feiern können. Dann könnten wir vielleicht noch Glück haben, denn dieses Wochenende wird es vor allem in Zentralthailand noch etwas stürmisch und regnerisch. Da warnt die thailändische Wetterbehörde von teilweise viel Wasser, eventuell auch noch etwas Hagel. Im Generellen ist dieses Jahr wieder mal ein El Niño-Jahr in Thailand. Also El Niño findet ja vor allem in Südamerika statt. Und die Auswirkungen sind alle, ich glaube so 4 bis 5 Jahre, wenn ich mich richtig erinnere, sind da diese El Niño-Jahre, wo die Auswirkungen in Thailand massiv zu spüren sind mit extremer Trockenheit und Hitze. Und genau dieses Jahr ist wieder so ein El Niño-Jahr und die thailändischen Behörden warnen jetzt schon, dass wir allenfalls dann im Juni, Juli und August viel weniger Regen haben werden als normal und es in Thailand zu Trockenperioden und Wassermangel kommen kann. Man wird also jetzt schon aufgerufen, etwas Wasser zu sparen in den betroffenen Gebieten. Eine vom National Institute of Development Administration, NIDA, hat ergeben, dass vor allem die ältere Generation, also die älteren Leute, vor allem Papa, Mama, Großmutter, Großvater, nach wie vor auf die Unterstützung und die Hilfe der Familienangehörigen im Rentenalter angewiesen sind. Also in Thailand, um es kurz zu erklären, ist es ja nicht so, wie wir es in DACH, Deutschland, Österreich, Schweiz kennen, dass man hier ein ausgereiftes, funktionierendes Sozialsystem hat, wo eben zum Beispiel, wenn man mit 65 oder 67 in Rente geht, dort auch dann eine staatliche Rente bekommt, die zum Leben reichen sollte. Oder wenn sie nicht reicht, dann halt noch die staatliche finanzielle Unterstützung, damit es dann eben auch reicht. Thailand hat da ein bisschen ein anderes System, die bekommen zwar auch eine Rente, die ist aber extrem niedrig, davon kann hier niemand leben, also wir sprechen hier, wenn du 60 Jahre alt bist, von 600 Baht, 70 Jahre 700 Baht etc. Das ist nichts, das sind etwa 20 Euro und deshalb sind hier die älteren Leute darauf angewiesen, dass ihre Kinder arbeiten gehen und
Geld nach Hause senden. Und da das auch immer weniger der Fall ist, also es logisch, so im Prozentbereich senden nach wie vor die meisten Kinder Geld nach Hause, vor allem die Mädchen, bei den Männern sind die Zahlen etwas anders. Aber das Problem ist halt, dass immer weniger Geld auch bei den Eltern oder Großeltern ankommt und sie dadurch in die Armut geraten. Und deshalb ist das eine der größten Sorgen gemäß dieser NIDA-Umfrage, welche die älteren Leute oder die ältere Generation in Thailand hat, dass ihre Zukunft im Alter einfach nicht gesichert ist. Und im Weiteren nimmt die Geburtsrate ab. In Thailand werden auch viel, viel weniger Kinder geboren als noch vor 2013. Dann gab es in den letzten 24 Stunden erneut ein Erdbeben in der Nähe von Jakarta, Indonesien. Es wurde kein Tsunami-Alarm ausgelöst. Ist jetzt schon wieder ein weiteres Beben innerhalb einer Woche. Also ich habe es ja schon in einem der letzten Videos gesagt, wenn ihr im Süden in der Küstenregion lebt, seid ein bisschen aufmerksam. Vor allem wenn ihr das Tsunami-Warnsystem hört, dass ihr euch dann so schnell wie möglich auch zu einem höher gelegenen Punkt begebt. Dann in Phuket wurde angekündigt, dass man jetzt gegen die Motorradverleih-Shops vorgehen will, weil man sehr oft dort halt ein Motorrad nach wie vor ausleihen kann, ohne dass man einen Führerschein hat. Das war in Thailand oder ist in Thailand eigentlich gang und gäbe. Die Behörden versuchen schon seit Jahren bei den Vermietern von Rollern, denen beizubringen, dass die nur Motorräder verleihen sollen, wenn die Leute auch einen Führerschein haben. Weil sonst, du konntest eigentlich überall in Thailand, und ich bin ziemlich sicher, es geht heute noch, irgendwo einen Roller mieten, ohne dass die jemals nach einem Führerschein fragen. Sie fragen nach einem Reisepass oder einem Geldbetrag als Depot, damit der Roller dann auch wieder zurückgebracht wird. Aber ansonsten fragt eigentlich niemand nach einem Führerschein. Und das führt dazu, dass sehr viele Leute ohne gültigen Führerschein einen Roller mieten, die fahren dann herum. Ziemlich schnell gibt es dann auch mal einen Unfall. Das hört ihr ja auch die ganze Zeit hier bei mir, wenn dann wieder irgendeiner im Krankenhaus liegt und seine Rechnungen nicht bezahlen kann, weil er nicht genügend versichert ist oder die Versicherung halt sagt, hey, du hast gar keinen Führerschein, du darfst gar keinen Roller lenken in Thailand, demnach bezahlen wir auch nicht oder nur teilweise. Und dann kommen dann wieder diese Spendenaufrufe. Die thailändische Stromversorgungsbehörde PEA will landesweit mehr Zapfsäulen für E-Autos bauen, und zwar weitere 150, dann wären es total 313 in ganz Thailand. In Pattaya wird jetzt auch gleich wieder eine eröffnet. Es sind noch nicht so viele, 313 in ganz Thailand ist jetzt nicht eine riesengroße Zahl. Und dann ist halt auch noch die Frage, wie lange muss man dort warten bei den Zapfsäulen, bis das Fahrzeug geladen ist. Es sind Schnellladestationen. Sie sagen sogar, es sind die in Pattaya gebaut wird, ist die schnellste in Thailand. Aber ich denke, so viele Elektroautos, wie zurzeit verkauft werden, da wird es am Schluss sicherlich ein Problem geben, wenn die da nicht vorwärts machen mit diesen Ladestationen. Aber viele werden ihr Fahrzeug auch zu Hause aufladen und dann halt einfach kürzere Distanzen fahren, bis das Netz thailandweit dann ausgebaut ist. Okay, dann noch ein paar Kurznews aus Thailand, und da geht gerade ein Bild durch die thailändischen Medien, das mir auch sehr positiv aufgefallen ist, nämlich zwei Elefanten. Ich weiß nicht, woher das Bild stammt, ich gehe davon aus Südthailand, weil dort sieht man ab und zu noch Elefanten im Straßenverkehr, natürlich mit einem Reiter obendrauf. Aber da waren zwei Elefanten, die dort auch einen Wasserkübel hatten, die haben den Rüssel vollgesogen mit Wasser und dann die Leute, die vorbeigefahren oder gelaufen sind, vollgespritzt. Das ist schon noch was Spezielles, wenn man sowas mal erlebt. Ich hoffe, das gefällt auch dem Elefanten, aber so gemäß dem Bild hatte der sichtlich Spaß da beim Wasserspiel. Ja, die Staatengemeinschaft ASEAN, das ist wie die EU, einfach hier in Südostasien, hat den Luftschlag der Regierung von Myanmar, der Militärjunta, verurteilt, die ja die letzten Tage ein Dorf bombardiert oder angegriffen haben, wo es zu diversen Toten und Verletzten kam, darunter auch sehr viele Kinder. Dann der Mobiltelefon- und MacBook-Hersteller Apple will
einen Teil seiner Produktionsstätte aus China verlegen, weil sie nicht mehr alles in China haben wollen. Und jetzt wollen sie offensichtlich in Thailand ein Apple-Werk bauen, wo dann die MacBooks hergestellt werden sollen. Das ist sicherlich mal gute News. Vielleicht wird es dann auch in Thailand noch mehr Zugang zu Apple-Produkten geben. Es gibt zwar schon sehr viele Möglichkeiten, auch ein Apple-iPhone in Thailand zu kaufen, eventuell vielleicht sogar noch etwas günstigere Preise und sicherlich gut für den Standort Thailand. Dann geht es auch den thailändischen Banken wieder etwas besser. Sie rechnen damit, dass sie im ersten Quartal 2023 einen Gewinn von ca. 54 Milliarden Baht einfahren können. Im Südosten Thailands, wo es ja immer mal wieder zu ethnischen Auseinandersetzungen kommt, ist jetzt in Narathiwat eine Gruppe Polizisten angegriffen worden. Genauer gesagt, drei Polizisten wurden von Angreifern mit Maschinenpistolen und Sprengstoff angegriffen und verletzt. Nach wie vor ist es so, dass diese Region Yala Narathiwat, also vor allem Südost-Thailand zur Grenze zur Malaysia, nicht unbedingt bereist werden soll, wenn es nicht notwendig ist. Ansonsten ist Südthailand grundsätzlich sehr, sehr sicher. So, das waren die News von heute. Nach wie vor wünsche ich euch ein schönes Songkran-Fest in Thailand. Das wird ja landesweit noch so plus minus, je nach Ort ist das etwas unterschiedlich, bis zum 19. April weitergehen mit den ganzen Festlichkeiten. Und vielleicht gibt es ja noch eine Abkühlung von oben, wäre schön. Bleibt gesund, passt auf euch auf und Grüße aus dem nach wie vor sauheißen Thailand.